Die Unruhen bei der FIFA gehen in die nächste Runde. Der Chefermittler der FIFA-Ethikkommission Michael Garcia, der zuletzt die Vergabe der Weltmeisterschaften 2018 an Russland und 2022 an Katar ermittelte, ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurückgetreten. Garcia erklärte, er habe sein Vertrauen in die Unabhängigkeit der rechtsprechenden Kammer verloren. Außerdem habe er die Hoffnung auf den Willen einer Aufklärung im Fußball-Weltverband FIFA aufgegeben. Garcia hatte Mitte Oktober Berufung gegen den Abschlussbericht seiner Ermittlungen von Ethikrichter Hans-Joachim Eckert eingelegt. Am Dienstag wurde seine Berufung jedoch von der FIFA-Berufskommission abgelehnt. Der unvollständige und fehlerhafte Abschlussbericht meiner Ermittlungen und die zusätzlichen Kommentare von Herrn Eckert gingen weit über die mangelnde Transparenz dieses Unternehmens hinaus. Wie ich damals bereits erklärt habe, sind in dem Abschlussbericht grundlegende Fakten und Schlussfolgerungen unvollständig und fehlerhaft dargestellt. Garcia trat einen Tag, nachdem seine Berufung abgelehnt wurde, von seinem Amt bei der FIFA zurück. Außerdem ließ er verlauten: Kein unabhängiges Komitee, kein Ermittler, kein Schiedsgericht kann die Kultur einer Organisation ändern. Durch den Eckert-Bericht habe ich schon das Vertrauen in die Unabhängigkeit des FIFA-Schiedsgerichts verloren. Aber die Führungsschwäche der FIFA im Hinblick auf diese Themen brachte mich zu der Überzeugung, dass mein Weg hier zu Ende ist. Garcia arbeitete seit 2012 bei der FIFA, um Vorwürfe der Bestechungen und Konfrontationen aus dem Weg zu räumen. Der Forderung der Veröffentlichung seines vollständigen Berichts wurde nicht zugestimmt. Es bleibt also dabei, Russland und Katar werden die Ausrichter der kommenden beiden Weltmeisterschaften 2018 und 2022 sein.